Viele Besucher kamen zum Markttag. Einer Veranstaltung in Bad Kreuznach vom Regiomarkt Plus, einer Initiative der lokalen Agenda und dem Markthaus, die Integrationsabteilung der Diakoniewerkstätten. Bei sonnigem Wetter erwartete die Besucher zu Beginn ein Gottesdienst und danach ein breites Angebot an Ständen. Nach dem großen Umbauprojekt am Markthaus zeigte dieses sich heute von seiner neuen, schönsten Seite. Auch der Regiomarkt konnte mit einer neu gestalteten Terrasse punkten. Markthaus und Regiomarkt sind seit diesem Umbau unter einem Dach für die Region tätig. Zusätzlich zu den vielen Angeboten gab es auch mehrere musikalische Darbietungen. Auffällig war die Strickguerilla im Eingang des Markthauses. Mit dem Ziel, einen Baum und einen Laternenpfahl einzustricken, wurden die Besucher gebeten, durch kleine Strickanteile mitzuhelfen. Für das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt. Der Regiomarkt bot neben dem Verkauf von Lebensmitteln von Erzeugern aus der Region auch Kaffee und Kuchen an. Die Besucher konnten außerdem zwischen Flammkuchen und Pommes mit Currywurst entscheiden. Ganz dem Namen Markttag entsprechend gab es natürlich auch Stände, die frisches Obst, Gemüse, Brot oder Wurst verkauften. Der Markttag, der alljährlich stattfindet, war dieses Jahr ein voller Erfolg.